Nesrin Yaman ermittelt in einem brutalen Überfall auf einen Juwelier. Die Kundin wurde bei der Tat offenbar mit einer Handgranate massiv bedroht. Also ich kann das eigentlich gar nicht in Worte fassen, was an dem Tag passiert ist. Es war einfach alles so schnell und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Also da kam halt wirklich so ein großer Typ rein und der hält mir da auf einmal so eine Granate an den Kopf und das ging alles so schnell. Ich weiß gar nicht mehr, also ganz, ganz schrecklich. Das wünsche ich keinem Menschen auf der Welt. Wirklich. Okay, Sie sagten eine männliche Person, da sind Sie sich sicher? Hundertprozentig sicher, also die männliche, okay gut, einmal männlich. Und der hielt eine Granate an Ihren Kopf? Also ich weiß nicht, ich habe es ja nicht genau gesehen, was es halt war. Es muss irgendwas gewesen sein und ich habe halt nur was am Kopf gespürt, weil ich habe es selber nicht wirklich zu Gesicht bekommen. Mhm. Aber ich hatte halt wirklich Todesangst und ich habe auch gar nicht getraut, mich großartig zu bewegen, weil man weiß ja nicht, was so ein Verrückter dann macht. Um die Tatwaffe zu verifizieren, zeigt Nesrin Yaman der 25-Jährigen ein paar Handgranaten. Mit welcher Waffe sie bedroht wurde, kann die Kosmetikerin trotzdem nicht eindeutig bestimmen. Aber wenn Sie mir jetzt erstmal zu der Tatwaffe auch nicht viel sagen können, aber vielleicht zu dem Täter. Sie meinten, es handelt sich hierbei um eine männliche Person. Können Sie ihn vielleicht beschreiben? Größe, Aussehen, äußerliche Merkmale, Narben, Tattoos, vielleicht hat er gesprochen, hat er irgendeinen Akzent. Mhm. Können Sie mir irgendetwas zu der Person noch sagen? Muss ich jetzt wirklich mal in mich gehen. Also das, was ich sagen kann, ist, dass er halt sehr groß war. Also ich vermute mal schon an die 2 Meter. Sie standen ja auch direkt neben. Genau, also und ich bin ja ungefähr so 1,70 groß und er war halt schon deutlich größer als ich. Okay, und 2 Meter. Hatte auch dunkle Kleidung an. Also auf jeden Fall habe ich so eine dunkle Hose gesehen, weil ich habe ja auch natürlich viel nach unten geguckt und also schon auch sehr eher bisschen korpulenter, würde ich sagen. Also da war korpulent schon, meinen Sie mit kräftig oder? Genau, also ja, so nee, schon so ein bisschen kräftiger. Genau, also würde ich auf jeden Fall so. Okay. Aber wie gesagt, ne? Zur gleichen Zeit nimmt Polizeioberkommissar Martin Fuchs im Nachbarraum die Aussage der Juwelierin auf, die nach dem Erlebnis immer noch unter Schock steht. So. Haben sich einigermaßen beruhigen können? Ja, also das war ja schon ein Schock. Also ich bin auch noch ganz durch den Wind. Das glaube ich Ihnen. Also ja, mit den Nerven am Ende. Ich hoffe, das wiederholt sich nicht so schnell. Ja, das hoffe ich auch. Trotzdem muss ich Ihnen jetzt so ein paar Fragen stellen. Und da bitte ich Sie, dass Sie dann auch lieber mal ein bisschen länger nachdenken, aber dann vielleicht ein bisschen genauer. Ja, das können wir. Wir haben also die Zeit, die nehmen wir uns jetzt einfach mal. Zu dem Täter, können Sie mir den beschreiben? Ja, das ging so schnell alles und der hat so geschrien und... Ungefähr. Fangen wir einfach an. Ich helfe Ihnen mal ein bisschen. Ja. Wie groß schätzen Sie ihn ungefähr? Wenn Sie Ihre eigene Größe mal als Augenmaß nehmen und dann können Sie ein bisschen hochgucken, ein bisschen runtergucken. So groß war er jetzt eigentlich nicht, also... Okay, wie groß sind Sie, wenn ich fragen darf? 1,65. War schon ein bisschen größer, vielleicht so 1,80. 1,80. Würde ich jetzt mal sagen, aber auch nicht größer, ne. Ist ein gutes Maß, was man da so nehmen kann, ne? Haarfarbe, konnte man was sehen? Nee, der hat ja so eine Sturmhaube auch getragen, also... Also war auch das gesamte Gesicht verdeckt, also... Genau, vom Gesicht habe ich jetzt nichts gesehen. Hat er, als er geschrien hat, irgendwie mit Akzent geschrien? Also klingt jetzt doof, aber hat er vielleicht irgendwie einen Akzent geäußert, dass Sie sagen können, okay, das ist jetzt vielleicht da zuzuordnen oder vielleicht... Nee, eigentlich, also das ging, wie gesagt, so schnell. Mir ging alles Mögliche durch den Kopf in dem Moment und ich wollte nur schnell machen. Und ja, also ich glaube wohl, wenn ich mich richtig erinnere, dass er so eine hellere Hose anhatte. Also das kann ich... Eine hellere Hose haben Sie gesehen? Okay, helle Hose. Also da, weil das zu der Kleidung wäre ich jetzt gekommen, ne, welche Kleidung Sie da erkannt haben. Aber helle Hose ist ja schon mal gut. Und der Rest war auch hell. Also das heißt eine helle Jacke, helles Oberteil, helle Schuhe oder? Nee, ich glaube, oben Oberteil war eher dunkler. War das ein T-Shirt, war das ein Pulli? Oh, das ging so schnell. Ich glaube, das war irgendwie so also dunkles rot, orange oder so vielleicht in die Richtung, ja, wenn ich mich richtig erinnere. So, zu der Statur. Jetzt bei diesen 1,80 Meter, die Sie jetzt angegeben haben, ne, war der etwas kräftig? War der schmal gebaut? War er unterschmal? Also eher schmächtig, oder? Eigentlich relativ schlank. Also schlank. Bevor Nesrin Yaman und Martin Fuchs feststellen können, dass die Aussagen der Juwelierin und ihrer Kundin komplett gegensätzlich sind, taucht plötzlich ein Mann mit einem lebensgefährlichen Fund auf. Was ist denn jetzt los? Mach's mal auf.
Ist das Ding heiß oder was ist los? Vorsicht! Hochexplosiv! Wie? Komm mal rein, komm mal rein. Nee, also wenn es da nicht los ist, stell mal ab. Was ist das denn? Da ist eine Granate drin. Wie kommst du denn mit der Granate hier rein? Die lag hier drüben am Rosenplatz. Ich konnte die da ja nicht liegen lassen. Ja, warte mal, das sehe ich doch von hier. Das ist doch keine echte. Aber ja, wenn da Kinder mitspielen. Ganz kurz mal, woher haben Sie jetzt den Mülleimer? Der stand lose beim Rosenplatz und ich habe kein Handy, da waren auch keine Leute. Und ich konnte ihn da ja nicht stehen lassen. Sie können sich erstmal beruhigen, ich kann Ihnen schon mal sagen, dass es nichts. Nehmen Sie mal Platz, da ist nichts Explosives. Ne? Das macht vielleicht eine explosive Stimmung, aber. Ach so. Das macht nicht bumm. Nesrin Yaman und Martin Fuchs klären die Juwelierin umgehend darüber auf, dass die Tatwaffe nicht echt ist. Die 38-Jährige ist fassungslos. Als wir die Frau Strasser darüber informiert haben, dass es sich bei der Handgranate um eine Attrappe gehandelt hat, um einen sogenannten Dummy, ist ihr nicht nur ein Stein vom Herzen gefallen, sondern sie hat sich im Nachgang auch noch Vorwürfe gemacht. Also sie hat sich überlegt, warum habe ich dann so reagiert, warum bin ich darauf reingefallen, wie doof kann man eigentlich sein. Und das ist genau der falsche Weg. Man darf sich einfach nicht, man darf nicht aus den Augen verlieren. Sie hat genau richtig gehandelt. Ein Ring. Ein Ring. Kommt mir in den Kopf. Also, den Sie verkauft haben, oder? Nee, der hat einen Ring getragen. Okay. Der Täter. Der Täter, ja. Ich meine, also, gut, Sie als Juwelierin haben da ein Auge für. Eben. War der irgendwie und besonders? War der? Ich habe mir noch gedacht, irgendwie, das passt nicht so ganz irgendwie zu dem Typ. Irgendwie ist, okay. Sah auch relativ billig eigentlich aus. War jetzt und kein Ehering oder so? Nee, irgendwie so, ja, komisch. Also so ein bisschen geschwungen. Ich dachte erst, es wäre so eine Schlange, also wie so eine Schlange um den Finger gedreht oder so. Ja. Aber ich glaube, das war irgendwie mit Händen. Also, dass so Hände irgendwie sich fassen oder irgendwie so. Ja, das ist doch schon mal also was. Hände? Ja, irgendwie so ineinandergreifend. Die lagen irgendwie. Aber nicht zufälligerweise übereinander, die Hände? Doch so ineinander, ja. Unterdessen hat Forensikerin Ava Kremin das Überwachungsvideo gesichtet, auf dem allerdings nur der Hinterkopf der Kundin zu sehen ist. Nesrin Yaman ist misstrauisch. Frau Weiters, was mich jetzt nur ein bisschen stutzig macht, ist, dass Sie beide, beziehungsweise Sie und die Ladenbesitzerin mir komplett verschiedene Täterbeschreibungen abgegeben haben. Dazu kommt noch, dass ich mir das Video angeschaut habe im Laden. Mhm. Ich will Ihnen nichts unterstellen, um Gottes Willen, aber ich frage mich gerade, ob das nicht alles Sinn ergibt, weil ich habe mir dieses Video angeschaut, ich konnte nichts sehen, außer den Hinterkopf von Ihnen. Ich konnte nur Stimmen wahrnehmen, konnte nicht einen Quadratmeter des Lands sehen. Ja, aber der hat mich halt direkt gezogen und alles. Ne? Wahrscheinlich war das von ihm so gedeichselt, dass er mich genau in diese Position. Mag also, ja auch sein. Ne? Bis dahin alles ist schön gut. Das Komische ist jetzt aber, dass die Ladenbesitzerin sich an ein Detail erinnern konnte. Und zwar, der Herr trug einen Ring. Ein Ring, der. Gibt's ja viele, ne? Ja, natürlich gibt es viele Ringe, aber wissen Sie, was total komisch ist? Sie sitzen jetzt hier vor mir und tragen genau den gleichen Ring. Die Ladenbesitzerin soll den gleichen Ring tragen, wie der beschrieben hat. Täter. Genau. Es sind zwei Hände übereinander. Kann ich mir darf ich vorstellen. Darf ich den Ring mal bitte kurz sehen? Ja, das ist ein ganz normales Schmuckstück. Das gibt es an jeder Ecke zu kaufen. Nichts Machen Besonderes. Sie den mal bitte ab. Also, ich würde mir den mal gerne näher anschauen. Nichts, was man nicht irgendwo günstig erwerben könnte. Das kann ja jeder haben. Ne? Das ist ja auch relativ modern momentan. Ne? Also. Auf ein kurzes Ablenkungsmanöver der Kosmetikerin fallen die Beamten nicht herein. Stattdessen erregt ein junger Mann auf dem Parkplatz der Wache die Aufmerksamkeit von Nesrin Yaman und Martin Fuchs. Warte hier auf meine Freundin. Auf Ihre Freundin? Okay. Wer ist denn Ihre Freundin? Kommen Sie mal hier rum. Nehmen Sie mal Platz. Nehmen Sie mal Platz. Fuchs, ich würde ihn gleich mit reinnehmen. Komm, wir machen einen kleinen Überraschungseffekt. Warte mal. Hast du den Ring gesehen? Der ist mir gerade aufgefallen draußen. Zeigen Sie mal Ihren Ring, bitte. Ganz stark. So, und jetzt stehen Sie mal auf. Kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal direkt mit. Ich glaube, wir haben da was zu klären. So, Frau Walters. So, einmal hier. Können Sie sich direkt dorthin setzen. Nehmen Sie Platz. Sie sind ruhig, kein Gespräch miteinander, ja? So, ich glaube, den hier kann ich ihn zurückgeben, oder? Ja. Ist ja meiner, ne? Ist Ihrer, genau. Und zeigen Sie mal Ihren Ring. Standardring.
Ein Standardring. Und die, Sie kennen sich auch mit Sicherheit nicht, nee, oder? Ja. Nee, den sehe ich zum ersten Mal. Sehen Sie zum ersten Mal? Okay, gut. Also, ganz kurz mal. Ich habe keinen Bock mehr für diese ganzen Spielchen. Da sowohl die Kosmetikerin als auch ihr Freund zu den Vorwürfen schweigen, trennen die Beamten das Paar. Nesrin Yaman baut gezielt Druck auf. Mit Erfolg. Sie müssen sich nicht dazu äußern, so wie mein Kollege das schon gesagt hat. Sie müssen sich nicht selbst belasten. Aber eins kann ich Ihnen sagen, das wird hier noch einige Stunden dauern. Was soll ich denn machen? Ich bin in die Nummer irgendwie reingeraten. Eigentlich war das ja alles seine Schuld. Es war seine Schuld. Seine Idee und er hat letztendlich mich dazu angestiftet. Wir hatten halt große Träume, wir haben kein Geld. Ich bin eine kleine Kosmetikerin, er kriegt sowieso nichts auf die Kette. Ja, und dann, keine Ahnung, habe ich mich in irgendwas reinziehen lassen. Das Paar muss sich wegen schweren Raubes vor Gericht verantworten. Die Beute wurde sichergestellt und der Juwelierin zurückgegeben.